Ich bin's wieder, Emma Vogel. Wie cool, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Juhu! Und zwar, also liebe Leute, die Hanna, meine große Schwester, die hat mir erzählt, dass sie letztens eine Obby gespielt hat und da den Osterhasen nicht gefunden hat. Also sie dachte halt, sie wird da auf den Osterhasen treffen, aber sie hat ihn nicht gefunden. Und ich dachte mir so, alles klar, das muss ich auch versuchen. Ich meine, es ist ja schließlich auch schon bald Ostern und ich mache mich auf jeden Fall jetzt auf die Suche nach dem Osterhasen und nehme euch dabei natürlich mit. Los geht's! So, also ich bin mal echt gespannt, ob der Osterhase sich hier versteckt, aber ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, Leute. Ich meine, schaut euch mal hier das Ganze an. Da vorne sehe ich doch schon so einen Hasen, also irgendwo muss er denn hier sein. Auf jeden Fall sieht es hier ja auch richtig schön aus. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Osterhase hier irgendwo sich versteckt hat. Aber wir werden das Ganze heute auf jeden Fall herausfinden, Leute. Juhu! Achtung! Aus dem Weg! Hier kommt Emma Vogel! Uäh! Upsi! Da bin ich wohl aus Versehen zu weit gesprungen. Beziehungsweise nicht zu weit, sondern irgendwie einfach daneben und... Uäh! Wie sagt man so schön? Knapp daneben ist auch vorbei. Okay, jetzt nochmal und ich muss ein bisschen besser aufpassen hier. Okay, also hier lang und hier und... Das ist ja aber auch ganz schön hoch alles. Naja, wie auch immer. Hoppla, was ist denn jetzt passiert? Okay, wie es aussieht, darf ich nicht jede Farbe berühren. Aber irgendwie habe ich jetzt gar nicht gecheckt, welche Farbe ich berühren darf und welche nicht. Ha, okay, Glück gehabt. Ich dachte mir, ich probiere jetzt einfach mal gelb aus. Und das war wohl die richtige Farbe. Juhu, Checkpoint. So, dann geht's hier mal schön weiter. Auf zum nächsten Checkpoint. Juhu. Oh, was sind das denn hier für coole Stangen? Sind so schön bunt. Also überhaupt diese ganze Obby hier, die ist richtig schön bunt und farbenfroh. Das gefällt mir richtig gut. Da kriegt man auch schon richtig Osterstimmung. Also der Osterhase, der muss hier versteckt sein, Leute. Ich bin mir sicher. Ich meine, schaut mal, wie viel ich hier auch rumhüpfen muss. Und naja, so ein Osterhase, der hüpft hier auch immer durch die Gegend rum und versteckt seine Ostereier und so. Deswegen, also ich fühle mich hier schon fast selbst wie so ein Osterhase. Deswegen könnte ich mir schon durchaus gut vorstellen, dass der Osterhase hier irgendwo ist. Also es muss so sein, Leute. So. Einmal hier rüber. Und Checkpoint. Juhu. Ich finde es auf jeden Fall total cool, wie farbenfroh das Ganze hier ist. Also das bringt auf jeden Fall schon gute Osterstimmung. Also ich weiß nicht, was ihr an Ostern macht, aber wir werden sicherlich wieder Ostereier bemalt. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Upsi. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon voll drauf. Oh nein. Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, wo ich entlang gelaufen bin. Ich glaube erst hier, oder? Oh nein. Menno. Okay, also starte ich wohl... Bin ich überhaupt richtig? Ja. Dann starte ich wohl erstmal hier ganz links und dann... Oh, ich habe mir das doch gar nicht gemerkt, wo ich entlang muss. Vielleicht hier entlang? Uff. Nein. Okay. Okay, also. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was? Muss ich wieder von ganz von vorne anfangen? Haben die mich hier einfach komplett zurückgebracht? Was ist denn jetzt los? Hä? Hey, ich sag's euch, Leute, das ist doch total unfair. So finde ich den Osterhasen doch nie. Och, Manno, ich war doch immer hier auf dem Checkpoint und habe alles ganz ordentlich hier überquert und erledigt. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier, wo ich schon dreimal daneben gesprungen bin. Also ich muss sagen, das finde ich ja jetzt gar nicht so cool, dass ich hier wieder das Komplette von Anfang an durchlaufen muss, dass ich da wieder überhaupt hinkomme. Und was ist, wenn ich dann wieder ankomme und dann wieder runterfalle? Ich meine, ich habe doch jetzt schon wieder vergessen, wie der Weg da war. Also, oh Leute, was ist denn jetzt los? Also, ich kann es echt nicht glauben. Das ist ja verrückt. So, Checkpoint, ihr seht's. Leute,
ihr habt's gesehen, ich war immer schön auf dem Checkpoint. Also, und Checkpoint bedeutet ja, dass ich ja dann nicht mehr ganz so weit zurückfalle. Also, dass ich halt schon runterfallen kann, aber dass ich halt an dem letzten Checkpoint, wo ich eben war, wieder dann anfangen kann. Das ist doch bei jeder Obby so, das weiß doch jedes Kind. So, Checkpoint hier. Und jetzt bin ich hier wieder auf diesem Legostein. Och, Manu, Leute. Und Checkpoint. Ihr habt's gesehen, Leute. Oh nein! Oh oh. Puh, okay, Glück gehabt. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder an dem letzten Checkpoint gelandet. Obwohl ich noch immer nicht verstehen kann, weil ich war ja immer auf jedem Checkpoint. Also ich achte da ja drauf. Ich meine, ich spiele ja nicht zum ersten Mal, Dobby. Uff. Hoppla. Oha, Leute. Schaut euch das an. Was ist denn hier mit der Obby los? Jetzt, hä, ihr habt es doch ganz genau gesehen. Wir haben doch gerade noch drüber gesprochen. Und jetzt haben die mich hier schon wieder ganz zurückgebracht. Hä, ich sag euch ehrlich, wie soll ich so denn jetzt den Osterhasen finden? Also ich meine, ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, jetzt muss ich mich erst recht schnell beeilen. Dann mal hier alle aus dem Weg. Ich bin Emma Vogel und ich komme. Also ich verstehe das nicht. Warum wird denn hier mein Checkpoint irgendwie nicht abgespeichert? Oder was ist denn hier los in der Obby? Ach man, Leute, was für eine Aufregung. Ich meine, es macht ja trotzdem Spaß, hier die Hindernisse zu überqueren. Aber ich meine, ich befinde mich ja hier auf einer Mission. Ich will ja... Oh, da wäre ich fast wieder runtergefallen. Ich befinde mich ja hier auf jeden Fall auf einer Mission. Ich meine, wir sind ja zusammen auf der Suche nach dem Osterhasen. Und deswegen, darf das doch hier nicht sein, dass ich hier dauernd runterfalle und dass das irgendwie nicht abgespeichert wird mit den Checkpoints und ich jedes Mal irgendwie von neu anfangen muss. Das ist doch voll unfair, Leute. Aber egal. Ich versuche einfach mein Bestes und gehe einfach immer weiter geradeaus. Juhu. Naja, oder hüpfe halt. Wie so ein Osterhase halt. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Manchmal wiederholen sich die Teile und ich denke so, huch, vielleicht laufe ich wieder in die falsche Richtung. Das passiert mir auch manchmal. Aber was soll's. So, jetzt bin ich wieder hier, wo ich eben schon war. Ist ja schon das dritte Mal, dass ich hier bin. Oh je, jetzt muss ich ja erst recht noch mehr aufpassen. Ich darf ja auf gar keinen Fall runterfallen, weil sonst wird es heute nichts mit dem Osterhasen. Also, so werde ich ihn nicht finden, wenn ich jedes Mal... Wenn ich jedes Mal runterfalle. Puh. Und jetzt bin ich hier wieder angekommen, wo ich halt vorhin mehrmals runtergefallen bin. Also ich habe mir gemerkt, der erste Weg war hier ganz links. Und ich weiß, dass hier ganz rechts, da bin ich runtergefallen. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich wieder über links gehen soll oder durch die Mitte. Ach Leute, das ist total schwer. Ich probiere mal die Mitte. Puh, okay, Glück gehabt. Und jetzt vielleicht dann rechts. Boah, juhu, ich hab's geschafft. Yay, yippie, cool. Okay, jetzt muss ich halt nur noch schauen, dass ich auf gar keinen Fall nochmal runterfalle, weil ich will auf gar keinen Fall nochmal ganz von vorne beginnen. So. Jetzt bin ich hier angekommen und ihr seht's, Leute. Checkpoint. Okay, hier sind so rote Streifen auf dem Boden. Über die springe ich mal drüber, weil meistens darf man die nämlich auch nicht berühren. So, nächster Checkpoint. Ihr habt's gesehen, Leute. Also, wenn ich jetzt nochmal zurückfallen sollte, ihr wisst Bescheid. So, einmal hier rüber. Oh, was sind das denn hier für Hindernisse? Oh, das war vielleicht knapp. Okay, aber Checkpoint. Juhu. So, jetzt läuft der Hase doch. Okay. Und jetzt ist hier schon wieder alles so bunt, wie so bunte Ostereier halt. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Also, diese ganzen Farben erinnern mich total an die ganzen bunten Ostereier. So, dann einmal hier entlang. Und Checkpoint! Juhu! Oh je, hier muss ich wieder aufpassen. Nicht, dass ich wieder zu weit springe. Geschafft! Juhu! Oh nein! Uff.
Und wo bin ich, Leute? Oh, okay. Ich bin am Jackpot noch. Das ist doch schon mal sehr gut. Okay, ich dachte schon, ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Aber ich habe noch eine Chance bekommen. Das ist sehr gut. Und da bin ich auch schon am nächsten Jackpot. Oh, cool. Hier sind Burger. Warum sind hier Burger? Ist ein Osterhase auch Burger? Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ich meine, so ein Burger ist ja auch richtig lecker Schmecker. Aber ich dachte ja eher, dass wir hier mehr Ostereier sehen werden. Aber irgendwie, der Osterhase hat die Ostereier wohl ganz schön gut versteckt, Leute. Oh nein, ich bin wieder runtergefallen. Oh oh. Ah, Glück gehabt, okay. Wo lang muss ich jetzt? Ah, da waren die Burger. Okay, dann in diese Richtung. Oh. Oh, habt ihr das gesehen? Ich bin schon fast wieder runtergefallen. Upsi. Oh, ich muss hier aber auch ganz schön viel rumhüpfen. Also, puh, so langsam komme ich echt aus der Puste, Leute. Okay, ich muss mich hier immer für eine Seite entscheiden. Ja, keine Ahnung. Ich versuche einfach mein Bestes und ich habe es geschafft. Oh nein! Oh oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich habe nicht aufgepasst, Leute. Okay, wie war das jetzt noch? Oh, ich habe schon wieder vergessen, durch welche Tür ich hier jedes Mal gegangen bin. Aber, oh, geschafft. Juhu. Oh, jetzt muss ich schon wieder hier so viel rumhüpfen. Wenn der Osterhase hier nicht wohnt, wo denn sonst? Ich meine, so viel, wie man hier hüpfen muss. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ah, ist das verwirrend. Hä? Jetzt sind hier schon wieder Burger. Bin ich etwa in die falsche Richtung gelaufen? Oh, Leute, ich bin vielleicht verwirrt. Und so langsam kriege ich auch richtig Kohldampf, wenn ich hier die ganzen Burger sehe. Ach, wisst ihr was, Leute? Mir reicht's, ich geb's auf. Also, was heißt aufgeben? Ich meine, die Obby hat richtig viel Spaß gemacht, aber ich musste ja irgendwie dreimal von neu beginnen und so. Und irgendwie nimmt das Ganze hier kein Ende. Und ich glaube, der Osterhase, der ist einfach zu gut im Verstecken. Und naja, ich meine, der hat ja auch einen Job, der muss ja auch die Ostereier verteilen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon ganz bald wieder. Habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!